Dank, du hast eine schöne Einleitung gemacht, die passt genau zu dem Thema, das ich heute habe. Das Thema selber hat mich schon länger beschäftigt und wer ein bisschen Gärtner oder einen Garten hat oder vielleicht sogar Landwirt ist, der wird sich in der Materie damit auskennen und das Thema ist Saat und Ernte. Das, was Andreas bereits gesagt hat. Und ich möchte noch eins vorweg schicken, dass man mal kurz im Hinterkopf mit behaltet. In jedem Samen ist die Frucht gleich die Ernte schon enthalten. Da komme ich später nochmal drauf. Aktuell sehen wir, was in der Welt gesät wurde und wie es gedüngt und wie es geerntet wird. Hass, Neid, Gier, Lust, Sexualisierung, Tod, Mord, Hetze, Diffamierung, Lügen, Betrügen. Und wie Jesus schon gesagt hat, wer den Wind sät, der wird den Sturm ernten. Die schlechten Böden wurden durch die Qualitätsmedien und ihre negativen Nachrichten immer wieder umgepflügt und neu gedüngt. Der gute Humus wird abgetragen, entsorgt und die Gülle wird ausgebracht. Nur so hat diese miese Saat ihren Nährboden. Was geerntet wird, sehen wir jeden Tag. Krieg auf allen Ebenen. In jedem Samen ist die Frucht schon enthalten. Ein paar Beispiele dafür. Der Jäger wird zum Gejagten, der Mörder wird zum Ermordeten, der Quäler wird zum Gequälten und der Ausbeuter wird zum Sklaven. Das geht natürlich auch für eine gute Saat. Der Liebende wird zum Geliebten, der Versorger wird versorgt, der Hüter wird zum Behüteten und der Helfer, ihm wird geholfen. Und an der Stelle muss man sich auch die Frage stellen, was wollt ihr ernten, was wollt ihr säen? Diese Anwendung Saat und Ernte, auch was Pierre letzte Woche schon gesagt hat mit der Vernetzung, auch das, was jetzt der Andreas gesagt hat als unbewusste Einleitung, dieses Thema Saat und Ernte findet in vielen Arten und Weisen bereits Anwendung. Man kann es vielleicht Schwarmintelligenz nennen, geistiges Feld oder viele nennen es vielleicht auch nur Zufall. Ein paar Beispiele war auch jetzt, ich habe dieses Thema, trage ich schon seit Wochen mit mir rum und der Andreas spricht jetzt an, Saat und Ernte. Im Sommer war ich mit meiner Frau spazieren im Fichtelgebirge und ich habe mir gedacht, Mensch, wir treffen uns zwar, wir sehen uns, aber wir könnten vielleicht auch mal sowas wie ein Picknick machen, dass man uns, jeder bringt irgendwas mit, man unterhält sich. Und man lernt sich untereinander kennen. Und dann hat meine Frau gesagt, Mensch, der Arne hat für den einen Dienstag den Biergarten gegenüber irgendwie angemietet oder was auch immer. Und da ist ein zwangloses Treffen. Auch hier Saat und Ernte. Es ist irgendwas in einem geistigen Feld platziert worden. Ich habe es vielleicht irgendwie aufgenommen und hatte zwar eine andere Idee, aber die Idee war schon in Umsetzung. An der Stelle, Arne, nochmal vielen Dank dafür. War ein toller Abend. Was sicherlich auch jeder kennt, man denkt mal an jemanden, Mensch, mit dem müsste ich mal wieder telefonieren oder wäre schön, wenn man sich mal wieder trifft. Und es dauert sicherlich keine zwei Tage später, dann kriegt man einen Anruf oder man trifft jemanden beim Einkaufen. Auch wieder so ein Zufall. Auch ein weiteres Beispiel, ich habe am Samstag hatte ich Treffen mit lieben Mitmenschen von dem Astrologiekurs und da durfte jeder etwas ausarbeiten und letzten Montag war Feiertag, da hat man natürlich ein bisschen Zeit, da habe ich halt ein wenig geschrieben und gelesen und da habe ich einen Spruch gelesen zu meinem Thema, der Spruch ist von Victor Hugo, nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ich fand den Spruch toll, ich habe ihn zum ersten Mal gelesen und wie es der Zufall will, ich habe mich am Abend mit einer jungen Dame unterhalten, da kam auch das Thema Idee und genau diese Dame hat diesen Spruch zitiert, den ich ein paar Stunden vorher gelesen habe. Zufall. Zufall heißt, es fällt mir zu, zur rechten Zeit am rechten Ort. Durch das Einspeisen von Gedanken und Wünschen in dieses geistige Feld empfängt jemand ein Anliegen und so kann man, wie in meinem letzten Beispiel, kam ich mit dieser Dame in Kontakt. Ich weiß jetzt, wie sie heißt und man kennt jemanden wieder bei Namen und man kennt jemanden wieder etwas näher. Ein weiteres Saat- und Erntethema, das ist meine Losbude. Ich will hier auch kleine Samen setzen, Samen der Liebe, die irgendwann mal in irgendjemanden aufgehen.
Wie lang so ein Samen braucht, bis er aufgeht, keine Ahnung. Es dauert halt einfach. Das Leben ist ein Prozess. Und ob das bei jemandem länger dauert oder ob das schnell geht, ist scheißegal. Hauptsache, der Samen geht irgendwann auf. Was ich dadurch schon geerntet habe, das sind leuchtende Augen, strahlende Gesichter. Ein Drückelecke gab es auch hier und da mal. Und ein Beispiel auch dazu, das erste Mal, wo ich die Losbude mitgenommen habe, an einer Kreuzung, da standen drei junge Herren mit Migrationshintergrund. Sie konnten Deutsch, aber kein Fränkisch. Jetzt hat der eine das Drückele for free gewonnen. Jetzt musste ich ihm halt erklären, was ist ein Drückele. Hat halt ein bisschen gedauert, mit Händen und Füßen haben wir uns unterhalten. Und als er verstanden hat, was ein Drückele ist, dann stand der so da mit offenen Armen. Und dann standen wir zu viert an der Ecke und haben uns gegenseitig abgedrückt. Das würde sonst nie passieren. An der Stelle ist das eine wunderbare Ernte. Und auch hier hoffe ich, dass dieser Samen irgendwann zur rechten Zeit am rechten Ort aufgeht und gedeiht. Und auch diese Samen, wie es der Andreas schon gesagt hat, die werden alles verändern. Eine Frage, die mich auch anfangs immer rumgetrieben hat, die vielleicht jeden anderen hier auch mit beschäftigt hat. Was kann man als Einzelner tun? Wenn man sich vorstellt, 1% dieser parasitären Eliten haben Kontrolle über 4% Exekutive. Das heißt, 5% haben 95% der Bevölkerung unter Kontrolle. Und da ist wirklich die Frage, was kann man als Einzelner tun? Neulich habe ich ein Video gesehen, ich finde es leider nicht mehr, ob es jetzt ein Versuch war oder ein Schulprojekt, keine Ahnung. Da haben sie aufgestellt, so ein Domino, das war ein kleines Holzstückchen und die Stückchen wurden immer größer, wurden zu Brettern und irgendwann war, glaube ich, so eine große Holzplatte. Und dann hat irgendjemand dieses Holzstückchen umgestoßen und ganz am Ende fiel diese Holzplatte krachend zu Boden. Und auch hier wieder die Frage, was kann man als Einzelner tun, dieses kleine Holzstückchen? Und die Antwort ist einfach, alles. Man kann einfach alles tun. Denkt einfach an dieses kleine Holzstück. Und dieses Umfallen von dieser großen Holzplatte, das muss jetzt nicht sein, dass man jetzt hier irgendwas zu Fall bringt. Das kann im Außen sein, das kann aber auch irgendeine Blockade im Inneren sein, die man durch irgendetwas, durch irgendeinen Samen, gedeiht irgendetwas und dann hat man seine eigene innere Blockade gelöst. Was kann ich wirklich tun? Am Anfang habe ich gesagt, dass in jedem Samen die Frucht bereits enthalten ist. Sprich, was ich sähe, das ernte ich auch. Also in einen Apfelsamen kommt auch ein Apfelbaum raus. Und wenn ich Liebe sähe, dann kommt auch Liebe raus. Durch das ganze Wirrwarr weiß man vielleicht nicht, was man säen soll. Also was soll man an Aktion tun? Wie soll man tätig werden? Stell mal einfach die Frage mal andersrum. Was will ich denn ernten? Die Ernte ist das Ergebnis. Und über dieses Ergebnis komme ich vielleicht auch wieder zur Saat, also zur Aktion, was ich tun kann. Sucht euch Menschen, die ähnlich ticken wie ihr. Gleich und gleich gesellt sich gern. Und durch die angesprochene Schwarmintelligenz finden sich auch Lösungen. Was der eine nicht weiß, weiß der andere und umgekehrt. Was kann man als Einzelner tun? Einfach alles. Saat und Ernte. Also was wollt ihr säen? Was wollt ihr ernten? Danke, alle Liebe für euch.